Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin. Es ist der 14. Dezember und das 14. Türchen im Kalea Bierkalender. Und ich überlege gerade, hatte ich schon mal ein Bier aus Frankreich? Jedenfalls habe ich das heute. Das Bière de la Garde von der Brasserie du Mont Blanc La Rousse. Und Bière de la Garde ist der Bierstil. Und ich habe ehrlich gesagt damit überhaupt nichts anfangen können. Und war auch jetzt auf meinen Reisen nach Frankreich ehrlich gesagt immer ziemlich enttäuscht, was die französische Craft-Beer-Szene angeht. Auf der einen Seite sind diese Reisen schon 1, 2, 3 Jahre zurück. Auf der anderen Seite hat sich wohl in den letzten 3, 4 Jahren enorm was getan in Frankreich. Und die Brasserie du Mont Blanc, da unten, 2011, World Beer Award, da hat man das beste Amber der Welt offensichtlich gemacht. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Bière de la Garde heißt auf Deutsch Bier, was man lagern, aufheben kann und entspricht so ein bisschen einem Pale Ale gemischt mit belgischen Ales, französischem Landbier. So in diese Richtung soll das Ganze gehen. Charakteristisch ist wohl die Amber, also Bernsteinfarbe, Karamellaromen, Toffeearomen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist tatsächlich mein erstes Bier. Jetzt muss ich kurz gucken, wie rum muss ich das halten? Gibt nämlich auch eine schöne Bottle Cap oben drauf, so, dass das nicht so spiegelt. Kann man das sehen? Ich hoffe ja. Weizen, Gerste und Hafer wurde hier verwendet. Verspricht schon mal auf der vollmundigen Seite. Huh. Und es ist spritzig. Verspricht schon mal auf der vollmundigen Seite das ein oder andere Pünktchen. Und dann hat man noch Hibiskus da drin verwendet. Ich würde mal sagen, das ist in erster Linie mal positiv, auch für die Farbe. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, mir wird es gleich einfallen. Aber schöne rötliche, bräunliche Bernsteinfarbe. Und der Schaum obendrauf, das ist in diesem Glas, naja, 3, 4, 5 Finger breit. Da bildet sich immer herrlich viel. Der hat auch so einen beigen, rötlichen Einschlag. Und das mit dem Karamell, das kann ich schon gut, das kann ich mir schon gut vorstellen. Mal schauen, ob auch der Hibiskus zu schmecken ist. Das Ganze hat übrigens 6,5 Volumenprozent. Ansonsten schweigt man sich ziemlich aus. Und, Temperatur. Es gibt ja Leute, die von euch auch die Temperatur wissen wollen. Ich habe so auf Pale Ale 7 Grad runtergekühlt. Es hat ein kräftiges Karamell. Süße ist da auch sehr dominant in der Nase. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das Hibiskus ist, sondern das sind so andere rote Früchte. Aber es hat definitiv auch so eine Rotfrucht-Rosinen-Nase. Ja, ich würde sagen, cheers. Hallo. Süßlich auf jeden Fall. Karamell ist da mit dabei, hat diese fruchtige Note. Auf der einen Seite diese rötlichen Früchte, auf der anderen Seite auch so ein bisschen Zitrusfrucht. Die war jetzt in der Nase gar nicht so präsent. Hat aber auch so eine schöne, leichte, blumige Art, leichte Würze. Da ist relativ viel Komplexität in dem Bier drin. Es ist ehrlich gesagt auch süßer, als ich es erwartet habe. Und vor allen Dingen, was mich ein bisschen überrascht ist, es hat 6,5 Volumenprozent Alkohol und ehrlich gesagt, es hat für mich eine leichte Alkoholnote. Und das ist ja dann doch schon überraschend. Es ist ob der vielen verwendeten Malzsorten vermutlich auch relativ hat eine relativ hohe Schüttung auch. Wobei man das jetzt im Alkohol nicht so sehr merkt. Vielleicht stimmen auch die 6,5 Volumenprozent nicht. Aber es hat eine tolle Vollmundigkeit, kräftigen mittleren Körpers, also vom im Mittelfeld, aber eher am oberen Ende.
Ist trotzdem sehr gut trinkbar, hat eine schöne cremige Textur. Der Schaum ist auch noch vorhanden. Es ist ja immer was geboten im Glas. Kohlensäure ist auch eher so im mittleren Bereich. Und hinten raus wird es ein bisschen trockener, dadurch auch wieder ein bisschen bitterer. Und auch die Süße nimmt hinten raus zu. Jetzt bin ich leider nicht der Freund von diesen ganz süßen Bieren. Und ich finde, ehrlich gesagt, auch wenn das hier 2011 das beste Amber der Welt geworden ist, das Rousse von Brasserie du Mont Blanc mit Felsquellwasser, darf man nicht sagen, Bergquellwasser aus dem Mont Blanc gebraut. Es ist jetzt nicht so richtig mein Bier. Deshalb gibt es von ProbierTV für das Larousse, gibt es 3,5 Punkte für das Larousse der Brasserie du Mont Blanc aus Frankreich. Und wenn ihr dieses Bier kennt, dann vergesst nicht, es auch in der Biertasting.club App zu raten. Ihr habt hier jeden Tag die Gelegenheit dazu. Und schreibt mir auch eure Kommentare hier bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Und wir sehen uns morgen schon wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.